Servus Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video. Vor kurzem hat Chris Test seinen Kanal für in der Videobeschreibung verlinkt, ein Video hochgeladen zu dem Thema Dinge, die er an der Schulzeit vermisst. Er hat viele Argumente gebracht, warum die Schule angeblich besser ist als das Arbeitsleben und nicht in allen Punkten stimme ich da mit ihm überein. Deswegen bringe ich jetzt einfach ein Video mit meinen Gegenargumenten. Wenn ich auffällt, dass ich irgendwelche Punkte, die Chris Test schon erwähnt hat, weglasse, dann liegt das daran, dass ich in den Punkten mit ihm übereinstimme. Bevor wir jetzt allerdings mit dem Video anfangen, möchte ich darauf hinweisen, dass der Link zu diesem Video von The Chris Test Show in der Videobeschreibung ist und möchte euch empfehlen, dieses Video noch vorher anzuschauen, bevor ihr dieses Video hier von mir seht, damit ihr überhaupt erstmal checkt, von was für Argumenten ich überhaupt rede. Das erste Argument, das er brachte, war das Thema Freunde. Dazu kann ich nur sagen, warum. Es ist ja nicht so, dass man im Berufsleben keine neuen Freunde findet irgendwie und man kann sie ja mit den anderen Freunden trotzdem weiterhin treffen. Ich meine, die Freunde, die man jetzt in der Schule so hat, waren auch nicht von Anfang an mit dir befreundet. Vielleicht, die sind auch nur so mit der Zeit mit dir befreundet geworden. Zweites Argument, einfach mal chillen. Er meinte, dass man während der Schulzeit sehr viel Zeit zum Schlafen hat und der Lehrer, wenn er einen erwischt, einen nur ermahnt, während der Chef im Büro einen schlimmstenfalls feuern würde. Aber was bringt es mir im Unterricht zu pennen, außer dass ich halt schlafen kann? Mir persönlich kommt es öfters mal vor, dass ich vor einem Test so denke, ach scheiße, warum habe ich dann nicht aufgepasst, als wir das in der Schule gemacht haben? Und da bringt es dann oft auch nichts, dass ich einfach den Eintrag von irgendeinem Mitschüler abschreibe und auswendig lerne, wenn ich das Thema an sich nicht verstehe. Viertes Argument, Freizeit. Chris Hess meinte, dass man während der Schulzeit schon sehr, sehr viel mehr Freizeit hat, weil man schon um 1 oder 2 oder so aus hat. Und bei der Arbeit bleibt man bis 18 Uhr oder so im Büro. Allerdings wird man ja zur Schule gezwungen, also man wird dazu gezwungen zu lernen. Und das bringt meiner Meinung nach nichts, wenn das, was der Lehrer erzählt, mich nicht die Bohne interessiert. Natürlich kann man versuchen, sich anzustrengen, dass es einem irgendwie schon Spaß macht. Aber also so im Grunde, meine ich, ist es doch so, oder? Im Berufsleben allerdings sucht man sich den Job freiwillig und mit seinen eigenen Entscheidungen aus. Und deswegen hat man im Büro oder sonst wo auch genau das zu tun, was einem Spaß macht. Auch wenn es natürlich, das kann ich nicht verschweigen, anstrengend ist. Aber wie gesagt, immerhin hat man es sich selber ausgesucht und es ist das, was einem Spaß machen könnte. Fünftes Argument, Nervenkitzel durch Spickzettel. Wolltest du nicht ein Video bringen mit Argumenten, warum die Schule besser ist? Ich persönlich finde so Nervenkitzel nicht besonders prickelnd. Sechstens, Klassenfahrten. Hier meinte er, dass Klassenfahrten so super sind. Man fährt ein paar Tage mit der Klasse weg, kann so viel chillen, wie man will. Yeah! Haha, hättest du gedacht, als ob wir uns da entspannen können. Ich hatte seit der 5. Klasse keine Klassenfahrt, bei der es nicht um irgendein Projekt oder so ging. Das Lieblingsprojekt von den Lehrern für solche Klassenfahrten war zum Beispiel die Stärkung der Klassengemeinschaft. Siebtens, hitzefrei. Ebenfalls, haha, hättest du gedacht. Also da muss schon das Wasser in den Wasserhähnen Feuer fangen, damit wir hitzefrei kriegen. Achtens, Lehrermangel. Es fällt schon sehr, sehr viel bei uns aus, aber dass mal so ein fast ganzer Schultag ausfällt, habe ich persönlich noch nie erlebt. Da kriegen wir noch eher Vertretung von der Schulleitung persönlich. Und das verheißt übrigens nichts Gutes. Neuntens, Ferien. Auch da hast du natürlich im Grunde recht, aber es kommt einfach so oft vor, dass die Lehrer die Schulaufgaben direkt nach den Ferien ansetzen und dann habe ich den Großteil der Ferien nichts Besseres zu tun, als für diese Schulaufgaben zu lernen. Im Prinzip habe ich jetzt natürlich keine Ahnung, was ich da gequatscht habe. Ich war nie länger als eine Woche in irgendeinem Berufsleben und deswegen kann es auch totaler Bullshit sein, was ich da gelabert habe. Aber meiner Meinung nach ist das einfach komplette Ansichtssache, was man jetzt besser findet, Schule oder Beruf. Es hängt auch einfach davon ab, ob einem der Beruf jetzt wirklich gefällt oder nicht. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Genau, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Thema haltet und dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin, ciao.